Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fliesentisch Romantik 2 Box von Finch Asozial. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fliesentisch Romantik 2 von Finch Asozial, das Ganze am 19. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist der zweite Teil von Fliesentisch Romantik. Der erste Teil ist ja schon etwas her, im April 2018 erschienen. Und jetzt haben wir Teil 2. Der kommt hier in einem Bundle, beziehungsweise ja, ist fast schon eine Box. Meiner Meinung nach eher eine Box als ein Bundle. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann ansehen. So, einmal hier die Schweißnaht entlang. Wunderbar. Dann können wir die Folie abmachen und dann schauen wir uns dieses Prachtexemplar mal an. Also, solange ich lebe, wollte ich immer einen haben und jetzt habe ich ihn, wenn auch klein und in, ja, oder aus Karton. Aber das ist tatsächlich ein wunderschöner Fliesentisch. Wir lesen hier oben einmal Walk This Way Records präsentiert. Fliesentisch Romantik 2, also römisch 2. Hier oben links ein voller Aschenbecher. Dann hier unten noch zwei Kondome. Und hier sind noch zwei weiße Lines. Also zweimal hier Backpulver, Staubzucker oder ähnliches verstreut. Das wurde noch nicht konsumiert. Ansonsten rundum in dieser Holzoptik. Und es ist wirklich auch so, wenn man hier sieht, ja, also es ist hier wirklich wunderbar, hier diese Fliesentischoptik nachempfunden worden. Auf der Unterseite haben wir den Schriftzug Finch Asozial, dann haben wir die beteiligten Labels und Logos, so sieht das aus. Und dann haben wir hier noch einen Sticker mit M. Denn das Besondere an diesem Bundle, das gab es exklusiv über den Shop von Finch Asozial und das Bundle ist auch auf 1500 Stück streng limitiert. Ein Shirt ist dabei, das konnte man sich in der Größe frei auswählen, deswegen der M-Sticker. So, und hier geht's auch schon los. Wir haben hier einmal das Shirt, dann haben wir Sticker. Und zwar 1, 2, 3. Hier geht's weiter. 4, 5, 6, 7. 7 Sticker quadratisch. Und natürlich das Album bzw. die EP an sich. So sieht das aus. So, wir haben hier noch so zwei, drei kleine Kartonreste, so Schnipsel, die hier drin sind. Machen wir mal weg. Von innen weiß. Dann klappen wir den Fliesentisch wieder zu und schauen uns die Inhalte an. So, Sticker mal zur Seite. Erstmal das Shirt. Das kommt hier eingeschweißt. So, und dann haben wir natürlich noch das Album bzw. die EP. Auch hier suchen wir mal die Schweißnaht. Wunderbar. So, also Fliesentisch Romantik 2 kommt hier im regulären Jewelcase. Das ist das Cover. Ist so gut wie 1:1 ident mit dem Cover des ersten Teils, bis auf hier römisch 2. Also der erste Teil Fliesentisch Romantik war einfach hier ohne diese beiden Striche. Ansonsten der Tisch, die Schriftzüge, diese Tapete, alles ident. Hier auf der Seite Holzoptik. Auf der Seite auch nochmal Holz, plus WTW, also Walk This Way Records, das ist das Label, Finch Asozial Fliesentisch Romantik 2. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 12 Tracks an der Zahl, also im Gegensatz zum ersten Teil doch eher ein Album als eine EP. Oben rechts der Barcode, und zwar haben wir hier jede Menge Features bzw. Gastbeiträge. Also wen haben wir hier? Leoni, Vize, Scooter, Harrison Ford und Tarek KIZ. Ja, also die viele dieser 12 Tracks wurden ja schon ausgekoppelt im Vorfeld. Frohe Weihnachten, am richtigsten saufen, Onkels Poster, Nachbarn, Bassdrum, Easy Peasy war jetzt glaube ich gestern oder heute, also ganz frisch rausgekommen.
Der erste Track, der zweite Track, also ohne Ende, ich glaube 6 oder 7 hier schon im Vorfeld ausgekoppelt. So, dann haben wir hier noch Credits, Barcode, bla bla bla. Gut. Wir schauen rein. Als allererstes haben wir hier das Booklet. So, dann haben wir hier die einzelnen Singles auch nochmal veranschaulicht. Und zwar hier einmal mit Scooter, Bassdrum. Dann mit den beiden Herren von Harris und Ford zum Track Nachbarn. Dann geht es hier weiter. Weitere Tracks, also ich glaube Fiesta und das ist entweder Fokuhila oder richtiger Saufen. Das ist eindeutig Onkels Poster, das ist Frohe Weihnachten. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch umfangreiche Credits und Infos zum Album. Sehr schön. So, die Album-CD und generell dieses Innenleben kommt komplett hier in dieser Holzoptik. Also alles hier in dieser Holzmaserung. Finch asozial. Und das ist die CD. So, dann haben wir, wie gesagt, die Sticker. Ich bin jetzt nur etwas verwirrt, denn ich dachte, oder zumindest bei der Box damals, war, glaube ich, von 2 CDs die Rede ursprünglich. Aber ich habe jetzt hier nur eine, okay. Dann haben wir wir haben hier Sticker. So, einmal hier, Frohe Weihnachten. Das sind dann immer die Cover der Single-Auskopplungen. Einmal Frohe Weihnachten. Einmal Nachbarn, dann, jetzt haben wir es hier, am richtigsten saufen, genau, so heißt der Track. Das war das Cover, was ich im Booklet nicht zuordnen konnte. So, dann Fiesta, Onkels Poster, das Video zu diesem Track, also ob der Track gefällt, ja oder nein, darüber kann man streiten, aber das Video ist für mich, ohne Scheiß, eines der krassesten Videos von der Stimmung und was da, also von der Atmosphäre, eines der krassesten Videos, das ich je gesehen habe. Heftig. So, was haben wir noch? Bassdrum natürlich und Fließendisch Romantik. Genau, das war das Cover des ersten Teils. Hier fehlt nämlich dieser Römisch 2 Aufdruck. Also das ist das originale Cover. Gut, also 7 Sticker, alle quadratisch, hier Hochglanz. Und als letzten Bundle, als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt. Und zwar kommt dieses Shirt hier in so einem, ja, wie nennt man das, Oliv bzw. Camo oder Schlammfarben. Sieht man recht selten, also doch meistens in solchen Boxen oder Bundles schwarz oder weiß die Farbe der Wahl. Aber hier hat man sich für dieses Schlammfarben entschieden. In der Mitte riesengroß das Cover. Spannenderweise auch hier wieder Fliesentisch Romantik, also ohne den Zweier. Das Cover von Teil 1. Hier unten gibt es noch den Finch Asozial Schriftzug. Auf der Rückseite weiter nichts. Hier ist alles blank. Und bei dem Shirt haben wir hier es zu tun mit einem Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Und wir haben hier unten hoffentlich noch irgendwo ein Zettelchen. Jawohl. So, was haben wir hier? 100% Baumwolle. Das ist der Standard. Und das Ganze ist TB International GmbH, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt noch einmal kurz im Detail an, also wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das Shirt in dieser Oliv- bzw. schlammfarbenen Ausführung. Und in der Mitte dann wirklich riesengroß, oben hier vom Brustbereich bis hinunter zum Bauch, dieser quadratische Aufdruck hier mit dem Cover von Fliesentisch Romantik. Und links gibt es dann noch den Finch Asozial Schriftzug und ansonsten, wie gesagt, komplett hier in diesem Schlammfarben. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt mit dem Fliesentisch Romantik Aufdruck hier quadratisch. Dann ebenso quadratisch die Sticker, 7 Stück an der Zahl, wie gesagt 6 davon von den Single-Auskopplungen und dann hier einmal das Cover zu Teil 1. Und natürlich das Album an sich im regulären Toolcase mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Fliesentisch Romantik
Teil 2 von Finch Asozial. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Finch Asozial unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.